So, und das geht gleich in Anschluss weiter vom vorherigen Video. Ich hoffe, ihr habt brav Kommentare geschrieben und brav geliked und geteilt und alles Mögliche. Na, ich hoffe mal. So, gut. Gleich weiter. Hier brauche ich noch eine Supplier Pipe. Das heißt, ich brauche zweimal Lapis. Denn eine soll hier hin. Eine hier hin, da. Brauche ich noch eine. Supplier Pipe. Das war jetzt Lapis links und rechts. So viel ich mich erinnern kann. So, so. Eine Basic habe ich, eine Supplier. Dann brauche ich noch was. Und zwar. Irgendwas. Transfer Notes werde ich auch brauchen. Aber das machen wir später ein wenig. Ich brauche da dran. Da, die Item Translocator. Haben wir kein Pisten. So. Brauchen wir 2, 4. Liquid braucht man nicht, aber wir brauchen Diamant. So, genau. Das brauchen wir. Und dann brauchen wir eigentlich vorerst mal nix. Oder doch, weiß ich gar nicht. Ich habe Kohle zum Anfordern. Was habe ich noch? Brauchen wir drüben Holz? Ja, Holz werden wir brauchen. Wir werden ganz normales Oakwood brauchen. Na komm. Und mein ganzes Stack, was werden wir noch brauchen? Für den Zug brauchen wir nur Wasser und Kohle. Kohle haben wir. Wasser, das wird noch ein Problem werden, aber da müssen wir uns auch drum kümmern. Vielleicht in dieser oder in der nächsten Folge, das schauen wir mal. Zwar hier, so. Hier kommt auch noch eine Supplier Pipe hin. Ich musste hier. Achso, nee, warte mal. Da war ja meine Frage, zieht der aus der Kiste unten was raus oder nicht? Ich gehe mal davon aus, dass er es nicht macht. Das heißt für uns, wir werden Liquid. Das heißt, das ist hier. Da können wir eigentlich die Supplier Pipe, die hier. Das ist echt schwierig. Kann man da vielleicht an der Aufstellung etwas ändern? Nee, können wir auch nicht. Dass dies passt, dass man hier und hier. Ja, nee, das passt mir aber auch nicht. Hier wären wir lieber. Advanced Item Loader hier mal auch. Advanced Item Loader. Dass wir hier. Unloader. Den Unloader hier weg. Den Unloader hier hinpacken. Na, wobei, warte mal. Er soll eigentlich zuerst die Items entladen. So. Dann soll er zugleich Flüssigkeit laden. Das ist dann hier. Zack. Items werden entladen von Chestcard. Flüssigkeit wird geladen. Enden. Dann wird hier Item geladen in die Steam-Lokomotive und hier Item Loader. Einmal Item geladen in Chesscard machen wir hier. So, jetzt haben wir es aber. Und hier oben, Freundchen, kommt eine Kiste. Du kommst hier weg. Du kommst hier drauf. Und dann, na komm. Hier eine Pipe, dann ist das verbunden. Dann sagen wir, hier muss immer ein, zwei,
3 Stack Kohle drin sein. Das sollte jetzt eigentlich ja jetzt Punkte was machen. Sollten jetzt 3 Stacks Kohle kommen. Dann kommt hier und hier so ein Teil drauf und hier so eins drauf. Loader, Loader, genau. Chest Card, nee, das brauchen wir nicht. Hier brauchen wir mal. Item Loader, dann kommt hier Filter. Ich weiß gar nicht, brauche ich das oder? Eins, zwei, drei. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so brauche. Auf alle Fälle kommt hier dann ein Nugget. Und hier sage ich dann 1, 2, 3. Und mehr als wie 3 dürfen da nicht rein, genau. Auch wenn ich jetzt 1 nachtue, dürfte jetzt nichts mehr rein. Denn hier kann man sagen, wenn man mit dem Nugget drauf macht, kann man sagen, wie viele Items er hier drin in das Inventar speichern soll. Und in unserem Fall haben wir jetzt 3 Stacks und hier bestellt er gleich 3 nach. Und sobald ich hier unten zum Beispiel die Hälfte rausnehme, füllt er genau nur die Hälfte nach. So. Kohle lass mal. Das ist halt mit diesem Nugget. Und hier, das ist Chess Card, da haben wir natürlich noch nichts. Da kommen wir noch später dazu, was wir hier laden werden. Da werden wir aber wahrscheinlich, ich schätze es mal so, auch Minimum 3 Stacks mal laden. Zack. So. Dann gucken wir mal, ob der jetzt hier genau 3 Stacks reinmacht. Normal müsste er genau 3 Stacks machen, mehr nicht. Genau. Und hier sagen wir, er soll immer 1, 2, 3 Stacks dann aufladen. Das ist, jeder Filter betrifft das Chesscard, was er immer aufladet. In diesem Fall 3-mal Kohle in die Chesscard. Hat er auch lagernd. Sollte kein Problem sein, ansonsten kann er hier nachfüllen. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, geht das eigentlich hier? Kann man hier mehr, ja. Dann guck mal hier mal. 64, 128 wären das gern. 124 ist doch egal, machen wir einfach. 127, 127. Die auch nochmal 127, Achtung. Mal gucken, ob er da noch was macht oder ob er maximal bei 64 stehen bleibt. Gucken wir mal, ob er da noch was macht. Glaube ich nicht, gell? Der bleibt bei 3 Stacks. Jetzt fordert er was an. Mal gucken, wie viel er anfordert. Gar nichts anscheinend. Dauert das nur ewig. Ah, jetzt ist gekommen. Ah, jetzt macht er Shot. Also er macht's doch. Da haben wir ein bisschen mehr auf Lager. So, jetzt haben wir das mit den Items. Jetzt müssen wir noch schauen. Flüssigkeit brauchen wir jetzt noch. Da werden wir jetzt uns was ganz Simples bauen. Hier 3x3 Modus und nee. Eins, mal kurz schauen. Hier ist Flüssigkeit. 3. So, das passt. Dann gehen wir rauf. Hier. Dann haben wir ja hier irgendwo diese Transfer-Node gehabt. Da, die brauchen wir mal, die Pipes. Und die Transfer-Nodes, da müssen wir mal gucken. Ah, das geht nicht. Da gibt es ja noch Liquid-Transfer-Nodes, die hier. Zack. Einmal brauchen wir die hier. Dann brauchen wir noch ein paar Speed Upgrade. Speed Upgrade und das müssten dann extra Utility sein, genau die hier. Da fehlt uns Redstone Block.
Da muss man ein paar mehr machen. So, 10 Stück am besten. 4x Speed und wir brauchen Mining. Das ist das hier, da gibt es dann ja schneller abbauen in dem Sinne. Wir haben keine Stick. Wir sind arm, wir haben keine Sticks. So, 1, 2, wie kriegen wir da raus? Ja, auch 4 Stück, das passt. Tut hier schön langsam voll unser Inventar. Das geht gar nicht. So, dann haben wir das hier. Dann kommt hier diese Transfer-Note drauf und ich habe wieder was vergessen. Wieder rauflatschen. Und zwar brauche ich jetzt Wassereimer, 2 Stück sogar. Kann man die jetzt stacken? Ne, hier kann man sie noch nicht stacken. Auf anderen Server kann man sich, glaube ich, mittlerweile stacken. Liegt halt daran, weil ich hier nicht immer die neueste Version mehr drauf habe. Das ist, ja, mache ich nicht mehr jetzt. So, jetzt haben wir hier eine unendliche Wasserquelle. So. Und hier drin haben wir Wasser. Dann kommt hier Speed Upgrade, Mining Upgrade rein. Da sieht man schon, das fühlt sich dann schnell. Der kann 8 Eimer Wasser speichern. Und mit diesen Pipes hier, da wollen wir jetzt gucken. Die werden wir alles höher legen. So. Zack. Zack. Hätten wir eigentlich ganz drin verbauen können. Und siehe da, füllt sich auf. Passt. Dann haben wir das. Die Kohle haben wir. Na komm raus hier. Dann könnten wir eigentlich theoretisch mal den Zug fahren lassen. Mal gucken, ob er sich auffüllt. Also hier mal ein Zug. Dann ein normales Kart. Hallo? Achso. Hey, wohin? Hallo, muss ich da verstehen? Nee. Da hat wahrscheinlich gerade irgendwas gehangen. So. Link created. Du drehst dich gefälligst um. Dann hier hinten ein Chat-Card dazu und alles sind verbunden. Dann kriegst du hier eine Kohle und ein Eimer Wasser dann. Zwei hier in der Mitte treffen. So. Zack, dann hast du Wasser. Und dann kann man hier sagen, Running auf der Geschwindigkeit. Du brauchst, glaube ich, mehr Fuel, glaube ich, oder? So. 6 Stück. Jetzt wird hier die Temperatur und ich glaube ab 100 Grad fängt er an zu fahren und dann hoffen wir mal, ob der geladen wird. Dann hoffen wir, dass das so funktioniert, wie wir das wollten oder ich das wollte. Dann sagen wir hier 3, das passt. 100 Grad, jetzt kommt Steam und jetzt müsste er gleich wegfahren. Oder braucht er, der braucht eine gewisse Steam. Will er nicht oder was? Oder muss der voll sein mit Steam? Ah, jetzt hat er. Bin ich gespannt, ob das funktioniert, was wir hier gebaut haben. Ah, haha, super. Er hatte zu wenig Kohle. Ist ja wieder zu langsam geworden durch die Kohle, weil ihm die fehlt. So, jetzt füllt der Wasser auf. Der wird einfach weiter. Weil wir hier mit weg komplett. Den manuell. Den sagen wir heute gerade. In keinen so hold empty cards, hold cards und nicht so. Jetzt werde ich recht wissen, ob der jetzt die Items hat oder nicht.
Mit Redstone if not item moved. Mit Redstone when complete. Mit Redstone when complete. Ja, tja. Gucken wir mal. Jetzt muss natürlich warten, bis das Card hier zurückkommt. Da würde ich sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, Like, Abo, Video teilen. Wir sehen uns und schaut auch auf Facebook vorbei. @crafter27. Macht's gut, bis dann.